Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.6. Wie ihr seht, wir sind immer noch fleißig am Maishäckseln. Ich habe hier immer noch wieder diese komischen Kollisionen. Scheinbar. Also, wird durch irgendein Objekt blockiert und so. Ja. Schauen wir mal. Wir lassen die Maisernte hier erstmal ein bisschen laufen. Wenn sich das alles ein bisschen verzögert, ist nicht schlimm. Dann kommt unser Xerion wenigstens auch nur annähernd dazu, das ganze Häckselgut mal ein bisschen aufzuschieben. Können wir mal durchswitchen, ob wir irgendwann mal zu unserem Xerion kommen. Ja, hier, guck mal, die rasen doch hier durchs Feld. Das ist doch schön. Da stand noch unser Strohsammler. Ja, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Naja, Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Ach, wie schön. Das ist nicht Helfer G, das ist Helfer G. Oh, Motor aus und Helfer wieder einstellen. Und weiter geht's. So, was ist neu auf der 1.6er Map? Ihr habt bestimmt schon alle fleißig zugeguckt. Beim Pferd Action. Wir haben hier die Tomatenzucht. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Flüssigdünger. Flüssigdünger müssen wir dann erstmal produzieren. Leerpaletten. Das glaube ich auch schon, oder? Ich glaube schon. Was fehlt uns? Saatgut, achso, Saatgut, Flüssigdünger, leere Paletten und Wasser. Ja, alles klar. Ja, da muss ich mich mal an die Wasserversorgung anschließen, wie ich das ja bei anderen auch gemacht habe. Dazu zum Thema mal später was. Da hat mich übrigens ein lieber Kommentar hier von YouTube, bei YouTube draufgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau von wem. Vielen Dank. Fand ich sehr, sehr praktisch. Rede ja schon die ganze Zeit davon, dass ich das etwas befremdlich finde. Wir haben die modernsten Maschinen, die man sich so vorstellen kann. Ja, aber ich muss zu irgendwelchen Fabriken und so muss ich immer noch Wasser mit einem Fass hinbringen. Das ist ja kommt irgendwo nicht ganz hin. Hier mal ein bisschen die Geschwindigkeiten hochstellen. Vielleicht schiebt ihr dann etwas schöner zusammen. Mal gucken. Ja, klar, hat durchdrehende Reifen. Logisch. Hat er jetzt diesmal gar nicht gemeldet. Aber okay. Was ist denn mit meinen Häckslern? Ja, war klar, der steht wieder. Das ist auch echt nicht schön. Ich muss das jetzt mal ganz genau beobachten, ob das irgendwie an der Strecke liegt, wo er fährt. Ich habe das Gefühl, dass das immer passiert, wenn er hier unten an der Strecke fährt. Hat er schon wieder. Oder ob das nur beim John Deere Drescher ist, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken.
denn los? So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der denn auf der Strecke unten auch so Probleme macht. Ansonsten hat sich das ja eigentlich schon mal ganz nett eingegroovt, finde ich. Ja, und jetzt müssen wir mal sehen, ob der hier auch immer Probleme macht auf dieser Strecke. Wenn ja, dann liegt es hier an der Strecke. Wenn nicht, dann verkaufe ich nämlich den John Deere wieder und kaufe mir noch einen Jaguar. Das hat jetzt hier irgendwas mit dem Füllstand zu tun. Schreddert da nichts mehr rüber, warum nicht? Das ist ja sehr komisch. Woran kann das liegen, Leute? Ich habe 99,4% bei dem anderen. Okay, wird durch ein Objekt blockiert, auch hier unten. Nun hau da was drüber rüber, dass der da gleich mal. So, jetzt müsste ja irgendwann auch mal ein neuer Abfahrer kommen. Da hinten fährt wieder einer im Kreis. Das ist natürlich doof, wenn hier immer welche im Kreis fahren. Okay, der hat abgeladen, sehr schön. Uff, was macht er denn? Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Interessant. Aber gut zu wissen. Oh, der Kuhstall mit den neuen Schiebetüren. Sehr schön. Bierpalette kann ich mir immer noch nicht so ganz erklären. Ja, so kleine Optimierungen sind manchmal noch zu machen. Aber ansonsten. Hier unten an der Strecke. Ja, es
Ist ja schön, da kommt doch jetzt gerade ein Abfahrer. Und dann geht's hier auch weiter. Oh, ich werd weich hier, ey. Und das ist nur eins von drei Feldern, wobei die anderen beiden Felder sind kleiner. Gibt's nicht, ne? Woran liegt das? Was sind das für Kollisionen? Wenn er jetzt hier hat, weiß ich auch nicht. Der muss wahrscheinlich, der da unten im Verkehr feststeckt, der muss wahrscheinlich einfach nur warten. So. Abfahrer, dann komm mal her. Na komm, fahren wir den mal mit. Fahren wir mal ein bisschen selber Abfahrer hier. Kann ja nicht schaden. Party. Ja, und ich sehe links oben, dass irgendwie mit der eine Klasse noch ein bisschen Probleme hat mit dem Klar, das kann ich wirklich abladen.
So, ich bin hier gleich voll. Wegfahren. Würde ich sagen, voll abfahren. Also wie der andere da gerade sofort abfährt. Problem ist nur, wenn wir das jetzt gleich alles abkippen, beim beim Silo, da funktioniert das nicht. Ja. Alter. Nerv mich nicht, geh mir nicht auf den Keks. So. Ich will jetzt erstmal hier gucken. Ja, ich habe jetzt keinen Abfahrer hier. Da kommt gerade einer. Der hier hat einfach mal Probleme. Weil hier einfach schon viel zu viel ist. Also ich entlasse jetzt mal den Abfahrer. Ich fahre mal zur Seite. Schafft der Xerion doch sowieso niemals. Ja, liebe Leute, ich schicke den wieder auf den Weg. Der Xerion hier macht sich auf den Weg. Ein bisschen Probleme gerade irgendwie geradeaus zu fahren. Scheiße, was soll das denn? Ist ja kein Wunder, dass der nichts gerissen kriegt. Los. Mach das mal platt da. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar. Abonniert mich. Würde mich freuen. Ja, noch mehr freuen würde mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Besucht mich auf Facebook. Friesenjung13 heiße ich da. Oder kommt zu mir auf meine Homepage www.friesenjung13.de. Das ist jetzt hier gerade mal ziemlich strange. Und schon macht er wieder Allradlenkung. Ja, das ist jetzt hier gerade ein bisschen strange. Oh.
mal das macht. Vielleicht sollte ich da einen anderen Schlepper nehmen. Ja, wie dem auch sei, ich lasse ihn hier noch mal ein bisschen rödeln. Auch wenn er hier das irgendwie alles nur breit fährt. Wäre ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, wenn ihr, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet und sagt mal ciao.